Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich sitze hier gerade mal wieder mit einem dicken Ding und zwar ist das der Bresser Rex 3D Drucker und der war quasi mein erstes Experiment, was 3D Drucker angeht. Ja, vielleicht habt ihr es ja bei Social Media ein bisschen verfolgt. Meine Tochter hatte so einen 3D Stift für sich geholt beim Aldi und das hatte dann irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich kaufe dir was Richtiges und dann gab es gerade den Bresser Rex bei Aldi im Angebot. Das war 2 Wochen vor Weihnachten oder sowas. Und damals hat der 330 Euro sowas um den Dreh herum gekostet. Mittlerweile ist der wieder bei 450 Euro. Und ich werde euch jetzt heute einfach mal nach rund 3,5 Monaten mal so meine ersten Erfahrungen damit schildern. Ne? Was ist mir positiv aufgefallen? Was ist mir negativ aufgefallen? Was bekommt man denn für sein Geld und würde ich das Ding nochmal kaufen? Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Wir fangen vielleicht erstmal mit dem Lieferumfang an. Was bekommt man denn? Und ihr seht einen 3D-Drucker, der verschlossen ist, er hat sogar eine Tür und man bekommt den eigentlich auch in diesem Umfang. Ja, also ihr müsst ja jetzt nicht das komplett zusammenbauen, sondern das Ding ist quasi schon zusammengebaut. Das Einzige, was ihr hier vorne machen müsst, ihr müsst quasi das Polster rausmachen und hier vorne so 1-2 Sachen halt irgendwie machen. Ja, aber und irgendwie den HEPA-Filter hier oben reinschieben. Das war es aber eigentlich schon. Also das ist wirklich für Leute mit 2 linken Händen ist es ideal, weil da müsst ihr nicht viel machen. Er hat hier unten eine Platte. Das sind die Platte hier, die ist ungefähr 17 cm, aber man kann da rund 15 cm, also 15 mal 15 kann man verwenden, was die Druckgröße angeht. Und das Ding ist hier auch noch beheizt, was ganz nett ist. Ich glaube, bis 65 Grad geht es oder so. Ansonsten haben wir hier oben quasi noch den Extruder, der dann irgendwie bis 225 Grad geht oder irgend sowas. Und ich mache das Ding jetzt einfach mal an. Dann fährt das nämlich immer so ein bisschen hoch. Hier haben wir nämlich noch ein kleines Display. So, und jetzt ist er hochgefahren, nur damit ihr das mal so gesehen und gehört habt. Und man hört dann den immer so ein bisschen im Hintergrund. Hier vorne haben wir ein Touch-Display. Darüber kann man auch das WLAN einstellen und auch die interne Kamera, die hier vorne ist. Und auch die ganzen sonstigen Funktionen fürs Filament einziehen und so weiter. Hier unten ist theoretisch noch ein USB-Anschluss, den ihr verwenden könnt. Falls ihr es zum Beispiel nicht übers WLAN machen wollt. Ich mache das zum Beispiel immer an meinem Rechner. Da gibt es ja die Bresser, Splicer, irgendwas App, wo man dann quasi darüber dann die 3D-Programme drüber, also die Modelle rüberschieben kann übers WLAN. Da muss man nicht immer den USB-Stick holen. Aber theoretisch kann man das auch per USB-Stick machen und sogar theoretisch über das Internet, wenn ihr bei Polar 3D einen Account erstellt habt, dann darüber läuft dann auch zum Beispiel die Kamera. Da könnte man es darüber auch machen. Was man vielleicht noch erwähnen kann, hier an der Seite ist quasi die Filamentrolle. Standardmäßig kommt auch eine Rolle mit dabei. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch schon irgendwie so ein 10er-Pack bei Amazon geholt. Wenn ihr das in größeren Mengen holt, dann zahlt ihr so um die 8 bis 10 Euro für eure Rolle. Ich glaub, was sind das? 600 Gramm? 500 Gramm oder irgend sowas? Und hier zieht man das dann quasi ein. Und das ist manchmal ein bisschen tricky, ja, also da müsst ihr schauen, dass das Filament gerade ist und richtig schön eingezogen wird, weil hier vorne sind quasi diese Walzen, die das dann hochziehen und hier drin wird es dann irgendwann erwärmt und dann fließt das dann quasi so für den Druck, mal ganz vereinfacht dargestellt. Aber das hat ansonsten bisher eigentlich keine großartigen Probleme gemacht. Wie schon gesagt, ihr könnt prinzipiell alles über das Display hier steuern, ihr könnt es aber auch über euren Rechner machen oder das Internet. Und wenn ihr das dann macht, ich starte jetzt einfach mal so ein Beispiel. So, ich habe jetzt einfach mal ein ganz kleines Modell gestartet, damit ihr einfach mal hört, weil es gibt nämlich 2 Sachen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Gerade beim Anfang hat man manchmal ein bisschen das Problem, dass der hier so ein bisschen so Tackergeräusche macht. Ne? Man kann natürlich die Höhe von dem Druckkopf einstellen und sowas, aber das, egal was ich eingestellt habe, das kam immer wieder. Ja? Wobei es
legt sich dann relativ schnell. Also sobald die ersten Schichten gelegt sind und er dann wirklich normal anfängt zu drucken, dann ist es auch wiederum relativ normal. Ja, dann da hört man eigentlich eher nur den Ventilator. Und ihr seht das Ding, das fährt dann halt so runter. Und es ist wirklich kinderleicht. Hier seht ihr auch die Temperaturen, ne, wie warm quasi die Düse ist, wie weit die Druckplatte ist und so weiter. Also das ist wirklich für Dummies gemacht. Und wie gesagt, ich hatte vor dem Presserex hatte ich mit 3D-Druckern bisher noch gar nichts zu tun. Ja? Und insofern war der Einstieg für mich relativ einfach. Und der heizt jetzt fleißig vor sich hin. Eine Sache sei hier noch erwähnt, was die Druckplatte angeht. Die sieht bei mir schon ein bisschen misshandelt aus. Da hatte ich immer wieder mal das Problem, dass die Unterseite quasi von dem Modell doch sehr festgeklebt hat. Und was ihr dann tun müsst, nehmt euch einfach irgendwie ein bisschen Reinigungsalkohol und macht die einfach mal platt, sauber, und dann funktioniert das auch wieder. Ja? Ich habe auch eine Spachtel, die ich immer so ein bisschen so leicht benutze, aber ihr solltet da nicht zu irgendwie mit einem Teppichschneider rangehen, weil sonst macht ihr wirklich die Druckplatte unten kaputt. So, während der hier noch weiter vor sich hin heizt, ich zeige euch einfach mal kurz ein paar Sachen, die ich so gedruckt habe. Und zwar ist es ja so, wenn man Kinder hat, dann kommen alle möglichen Ideen, und ich habe einige Pokémons gedruckt und sowas. Das sind jetzt nur so ein paar Sachen, zum Beispiel jetzt auch so ein paar größere Sachen. Das ist jetzt quasi so Teile von der Burg. Und ihr seht, da sind ab und zu immer noch so ein paar Fäden, aber das ist relativ gering eigentlich. Und es sind eigentlich relativ saubere Kanten, und das kann man dann auch entsprechend sauber miteinander verwenden. Ich habe auch so für meine Tochter so ein paar Figuren gemacht, die sie jetzt schon so ein bisschen angemalt hat. Ja, hier beginnt jetzt langsam der Druckvorgang. Das ist jetzt so eine Eule, und die sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. Hier habe ich noch so eine lustige kleine Katze. Ja, und ihr seht, meine Tochter benutzt die ganz gerne. Hier auf der Hinterseite sieht man manchmal, kommt hier nämlich das Problem, dass wenn die Übergänge nicht so ganz sauber sind, dann kriegt er quasi nicht die Struktur hin, dann sieht es dann so aus. Das kommt aber nur bei, also ich habe ja auch komplett ohne irgendwelche Unterstützung gearbeitet oder sowas, da kommt es ab und zu mal vor. Aber da müsst ihr einfach mal die richtigen Einstellungen für euch finden. Wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber für mich hat es jetzt erstmal funktioniert. Ab und zu hängt dann nämlich vorne noch so ein bisschen Filament dran, wenn man das Ding länger nicht benutzt hat oder so. Da kommt er mit dem Schieben nicht mehr so ganz richtig raus. Aber jetzt seht ihr dann einfach, er druckt da gerade fleißig. Und das ist jetzt quasi, er druckt jetzt quasi den Boden. Und da druckt er jetzt fleißig vor sich hin. Und anfangs kommt immer erstmal unten, wie gesagt, quasi unten die Bodenplatte. Und dann arbeitet er sich hoch. Ich habe jetzt so ein Drachenmodell genommen, was man hier auch so sehen kann. Ne, welches Modell wird gerade benutzt? Das ist immer ein bisschen tricky gewesen, weil es doch von der Struktur her eher ein bisschen komplexer ist. Aber das macht er jetzt so 20 Minuten, das muss ich euch jetzt nicht alles im Detail zeigen. Auf jeden Fall, was man schon mal sagen kann, es ist relativ unkompliziert. Ich hatte aber ein paar Mal Probleme mit dem Filament. Da müsst ihr einfach nur schauen, dass es ordentlich eingefädelt ist, weil sonst das Filament mittendrin abbrechen kann. Und dann müsst ihr quasi den Einzugsvorgang nochmal machen. Ja, ab und zu müsst ihr dann halt, also gerade wenn ihr, das habe ich so ein, zwei Mal gehabt, aber jetzt mittlerweile jetzt mit dem neuen Filament, das ich bekommen habe, funktioniert das eigentlich recht zuverlässig. Jetzt stellt sich prinzipiell die Frage, hat sich das gelohnt? Und 330 oder 400 oder 450 Euro sind natürlich schon eine Stange Geld. In der Welt der 3D-Drucker müsst ihr dann aber wiederum schauen, so geschlossene Drucker sind in der Regel sehr viel teurer. Wenn ihr offene Drucker habt, sind die meistens, kriegt ihr schon auch teilweise für 200 Euro durchaus zuverlässige 3D-Drucker. Für mich war das jetzt einfach insofern ganz praktisch, das ging relativ schnell, unkompliziert. Man hat eine Tür, was durchaus, was, wenn man das in einem selben Zimmer nutzt, sich bemerkbar macht, was die Lautstärke anmacht. Ich habe bisher jetzt keine großartigen Probleme, was irgendwie Gerüche angeht, irgendwie gehabt. Und so als Einstieg, ohne großartig viel basteln zu müssen, war das echt super. Und gerade zusammen mit der Presser Software, die einen relativ einfachen, unkomplizierten Einstieg in diese 3D-Splicer-Welt gibt, kann ich das durchaus weiterempfehlen. Und
Das Einzige, wo ich mittlerweile angefixt bin, ist halt einfach, wenn man was druckt, dann will man meistens recht viel drucken und recht viele Teile drucken. Und dann kann es hier schon ein bisschen länger dauern. Also wenn man gerade so größere Teile druckt, dann dauert das dann schon mal 3, 4, 5 Stunden oder sowas. Und gerade wenn es dann etwas größere, kompakte Figuren werden, dann dauert es noch länger. Also das sollte einem immer bewusst sein. Und deswegen, ich spiele schon mit dem Gedanken, mir schon noch ein paar mehr 3D-Drucker zu holen, damit es dann mal irgendwie schneller geht. Aber das ist halt die Gefahr, dass wenn ihr damit angefixt seid, dann wird das ganz schwierig, da rauszukommen. Und ich muss mir noch schauen, wo ich das dann alles platziere. Aber ansonsten, ich bin bisher recht zufrieden. Und nur damit ihr es mal seht, da baut sich jetzt langsam der kleine Drache auf. Ja, also es ist, also gerade wenn ihr Kinder habt, die werden das fiebern, weil man dann wirklich sieht, wie man etwas erschafft. Und ja, das war jetzt einfach mal so mein erster Rhabarber-Blablabla-Erfahrungsbericht zum Bresser Rex. Und wie gesagt, das ist ein interessantes, kompaktes, hochverarbeitetes Modell und ich kann es wärmstens weiterempfehlen.